Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ihr seht es bereits, der Hintergrund ist ein anderer und das liegt ganz einfach daran, dass an dem Platz, wo normalerweise die Kamera steht, gerade der Auslauf vom Hamster aufgebaut ist und ich keine Lust hatte, den wegzuräumen. Es ist freitagsabends, ich bin gerade von der Arbeit gekommen und habe dieses Paket von der Post geholt und ich bin natürlich super neugierig, was sich darin befindet und entsprechend hatte ich jetzt nicht die Zeit, auf die Schnelle mein normales Setup aufzubauen. Ihr könnt mir in den Kommentaren ja mal eure Meinung zum Hintergrund dalassen, also ob ihr euch ganz okay gefällt oder ob euch sogar besser gefällt. Das würde mich mal interessieren, weil es jetzt so ein bisschen auf die Schnelle war. Ja, ihr seht es schon, ich hatte mal wieder Glück und habe die Lovely Box gewonnen. Ich habe mich für einige der Lovely Boxen in letzter Zeit angemeldet, hatte dann aber kein Glück bei der Verlosung. Andere Boxen habe ich dann absichtlich ausgelassen, weil mich das Thema nicht so sehr interessiert hat und ich auch niemandem den Platz wegnehmen wollte, der sich vielleicht etwas mehr über die Bücher des Themas gefreut hätte. Und falls ihr gar nicht wisst, was die Lovely Box ist, dies ist eben eine Buchbox, die verlost wird von Lovely Books. Es gibt immer ein Thema, das wird vorher bekannt gegeben. Man hat aber keine Ahnung, welche Bücher sich in dieser Box befinden und kann dann eben aufgrund des Themas und den kleinen Informationen, die da gestreut werden, entscheiden, ob einem das Ganze liegt und sich dann anmelden und vielleicht wird man dann Glück und wird ausgelost und bekommt eine solche Box. Falls euch das jetzt neugierig gemacht hat, findet ihr in meiner Infobox einen Link. Da könnt ihr euch dann zum Newsletter anmelden und verpasst nie wieder, wenn eine Lovely Box verlost wird. Und falls ihr dann gewinnt, bekommt ihr diese schöne Box auch relativ kurzfristig zugeschickt und ich habe davon schon zwei hier stehen, weil ich schon zweimal Glück hatte bei den Verlosungen. Ich werde die auch nicht wegschmeißen, ich bewahre darin Sachen auf. Und ich habe selbst noch nicht reingeguckt, ich bin auch ziemlich neugierig, denn ja, es gab natürlich schon einige, die über ihr Unpacking gesprochen haben. Ich habe die extra nicht angeklickt und ich habe auch versucht, auf Instagram das Thema zu meiden. Das heißt, ich weiß nicht, welche Bücher mich hier erwarten. Ich werde euch das jetzt gleich nochmal in die Kamera halten und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt beim Transport nichts durcheinander gebracht habe. Also normalerweise ist es immer sehr schön verpackt. Ich gucke jetzt extra nicht rein. Es kann sein, dass wenn ich euch das jetzt in die Kamera halte, dass da das absolute Chaos herrscht. Und ja, es herrscht ziemliches Chaos. Also normalerweise ist dieses Seidenpapier dann nochmal so schön zusammengeklebt und hält das Ganze zusammen. Ich glaube, dieses Buchpaket ist schon ein bisschen, ja, herumgeflogen vielleicht. Was wirklich in jeder einzelnen Lovely Box vorhanden ist, sind diese drei Lesezeichen von Lovely Books. Da habe ich natürlich jetzt auch schon ein paar von, aber Lesezeichen kann man ja nie genug haben. Dann gibt es auch jedes Mal so ein kleines Briefchen, das ich jetzt mal nicht aufmachen werde, weil ich nicht weiß, ob da auch die Titel der Bücher drin stehen. Und dann zeige ich euch das Ganze nochmal. Ich glaube, allzu viel kann man jetzt nicht erkennen, aber man sieht, dass da ein bisschen, ja, ansehnliches Verpackungsmaterial nochmal drin ist. Und dann hole ich mal das erste Buch hervor und es ist Die Unzertrennlichen von Stuart Nadler. Ich habe dieses Buch schon ein paar Mal auf Instagram gesehen, habe davon aber noch überhaupt nichts gehört. Ich weiß also gar nicht, worum es geht. Ich finde das Cover aber sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt bei dem Licht hier gut erkennen können. Ich mag das sowieso immer, wenn Vögel auf Covern sind. Ich weiß nicht wieso. Leider hat das Buch hier ein bisschen gelitten. Also hier oben ist ein Knick drin, wahrscheinlich eben durch den Transport. Man hat der Box oder dem Inhalt ja schon angesehen, dass es ein bisschen gelitten hat. Und ich werde euch jetzt in dem Fall mal den Klappentext vorlesen, obwohl ich das ja normalerweise nicht tue. Aber ich habe eben keine Ahnung, worum es in dem Buch geht und möchte mir natürlich jetzt auch selbst erstmal einen Eindruck verschaffen. Drei Frauen, Tochter, Mutter und Großmutter, drohen im Chaos zu versinken. Um den Widrigkeiten des Lebens gemeinsam die Stirn zu bieten, ziehen sie kurzfristig zurück in ihr altes Haus auf dem Land. Henriette Oliphant fürchtet die Wiederauflage ihres Kultbuches aus den 60er Jahren. Ihre Tochter Una hat sich gerade von ihrem dauerbekifften Ehemann getrennt und in den gemeinsamen Paartherapeuten verliebt. Und Lydia, die jüngste Oliphant-Frau, wurde von der teuren Privatschule suspendiert, weil ein Nacktfoto von ihr die Runde gemacht hat. Notgedrungen müssen die drei sich der Frage stellen, welche Rolle die Familie auch heute noch spielt, wenn es mal hart auf hart kommt. Und das lässt ja darauf schließen, dass diese drei Vögelchen hier auf dem Cover auch die drei Frauen repräsentieren oder die drei Generationen dieser Familie. Und es klingt so ein bisschen nach Frauenliteratur, weswegen ich jetzt erstmal ein bisschen skeptisch bin, ob mir das Buch gefallen würde. Ich würde wahrscheinlich aufgrund des Klappentextes eher nicht dazu greifen, aber ich gebe dem Buch auf jeden Fall eine Chance. Ich bin auf jeden Fall auch ein großer Fan des Kiwi Verlags. Ich glaube, das habe ich auch noch gar nicht gesagt, aber ihr habt es ja im Videotitel schon gelesen. Das ist nämlich eine Lovely Box ausschließlich mit Büchern aus dem Kiwi Verlag. Ich bin total gespannt, ob ich mit diesem Buch etwas anfangen kann, wie mir die Geschichte gefällt. Es ist eben überhaupt nicht mein normales Beuteschema. Das Einzige, was ich ganz interessant finde, ist, dass diese Geschichte von einem Mann geschrieben wurde. Ich finde das immer so ein bisschen ungewöhnlich, weil es klingt jetzt total nach, ja, nicht Chicklit, aber halt eben so einer Familienfrauengeschichte. Und ich bin mal gespannt, ob es das überhaupt ist oder ob ich mich da jetzt auch total täusche und der Klappentext vielleicht auch ein bisschen irreführend ist. Falls ihr das Buch gelesen habt, würde ich mich total freuen, wenn ihr natürlich spoilerfrei mir eure Meinung in den Kommentaren da lassen würdet. Und dann sehe ich, dass die letzten beiden Bücher zwei Hardcover sind und darüber freue ich mich natürlich riesig, weil ich Hardcover total gerne mag. Und das erste Buch, da habe ich auch noch gar nichts von gehört und es auch noch nie gesehen und es ist auch
eine spezielle Aufmachung, würde ich mal sagen, nämlich Rimini von Sonja Heiß. Noch nie gesehen. Ich bin aber auch wirklich, was Neuerscheinungen geht, überhaupt nicht up-to-date, würde ich jetzt mal sagen. Also gerade in letzter Zeit bin ich nicht dazu gekommen, die Verlagsvorschauen durchzuschauen und mal zu gucken, was mich davon interessieren könnte. Deswegen, ja, trifft mich das jetzt auch total unerwartet und ja, ich habe da einfach überhaupt keinen Überblick, was da gerade so erscheint. Auch hier lese ich euch und irgendwie auch mir mal den Klappentext vor. Die Armins sind eine ganz normale Familie. Normal, dysfunktional. Während Hans mit Wutanfällen zu kämpfen hat und seine Ehe retten muss, versucht seine Schwester Mascha mit 39 auf die Schnelle einen Mann zu finden, mit dem sie ihren plötzlichen Kinderwunsch verwirklichen kann. Die Eltern der beiden, Barbara und Alexander, ringen mit ihrem Rentneralltag. Barbara will mehr vom Leben, Alexander reicht ein Wellensittich. Barbaras verzweifelte Flucht vor der Anhänglichkeit ihres Mannes setzt Dinge in Gang, mit denen niemand gerechnet hat. Und dann ist da noch dieses Familiengeheimnis, das über allem wabert. Okay, ich finde für so eine Familiengeheimnisgeschichte ist dieses Cover unglaublich ungewöhnlich. Was mich jetzt angesprochen hat, war natürlich die dysfunktionale Familie. Ich habe das ja schon ein paar Mal angesprochen, dass ich das total liebe über nicht funktionierende Beziehungen, seien das jetzt familiäre oder ja, Liebesbeziehungen, lese ich einfach total gerne drüber und vielleicht kann es mich damit begeistern. Ich weiß auch hier überhaupt nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß auch hier nicht, ob ich dazu gegriffen hätte, wenn ich es im Buchhandel gesehen hätte. Aber allein wegen der Aufmachung bin ich jetzt schon extrem neugierig und ich werde das Ganze jetzt mal von seiner Schutzfolie befreien und auch einmal reingucken. Ich bin da ja immer super neugierig. So, jetzt spiegelt es vermutlich nicht mehr. Okay, der Titel spiegelt einfach total, aber der Rest nicht mehr ganz so sehr. Und ja, ihr seht schon, unterm Schutzumschlag ist es relativ schlicht, aber es hat diese wahnsinnig schöne Petrolfarbe, die sich dann auch nochmal im Vorsatzpapier zeigt. Gefällt mir sehr gut von der Aufmachung her, aber inhaltlich, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, ob mir das gefallen könnte. Und damit kommen wir zum letzten Buch und das ist Die Gleichung des Lebens von Norman Ohler. Ich weiß jetzt eben nicht, ob er deutschsprachig ist oder nicht und wie man seinen Nachnamen entsprechend und seinen Vornamen eigentlich auch ausspricht. Das Buch gefällt mir auch sehr, sehr gut von der Aufmachung, auch hiervon, ich wiederhole mich, habe ich noch nichts gehört und nichts gesehen. Auch hier werde ich euch also den Klappentext vorlesen. Sommer 1747. Friedrich der Große will das Unwegsame von aufsässigen wendischen Fischern, das ist echt schwierig für jemanden mit einer SCH-CH-Schwäche, wendische Fischer, bewohnte Oderbruch in Ackerland verwandeln. Das Mathematikgenie Leonhard Euler soll die nötigen Berechnungen durchführen. Doch als ein Ingenieur des Königs ermordet wird, verliert sich Euler in diesem preußischen Amazonien, das dem Untergang geweiht ist, sich aber mit allen Mitteln wehrt. Und hier steht noch ein hinreißender historischer Roman über ein verlorenes Paradies und den Triumph der Moderne. Ja, also ein historischer Roman über ein historisches Ereignis, von dem ich überhaupt nichts weiß. Auch hier werde ich jetzt mal das Buch von seiner Folie befreien und mal reingucken. Auch hier ist das Buch erstmal unspektakulär. Es hat einfach einen sehr schönen grünen Einband. Und ja, aber darunter verbirgt sich ein wirklich schönes Vorsatzpapier, nämlich eine Karte. Ich würde sagen, von den drei gezeigten Büchern interessiert mich das hier am meisten. Und zwar, weil es sich ein bisschen technisch anhört. Also wenn wir diesem Mathematikgenie tatsächlich bei der Bewältigung dieser Aufgabe folgen und vielleicht auch den Ingenieur noch begleiten, bevor er umkommt, kann ich mir vorstellen, dass mich das inhaltlich ein bisschen mehr anspricht. Es kann natürlich auch in eine andere Richtung gehen, ich weiß es ja eben nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Mathematik und die Ingenieurswissenschaften 1747 ja nochmal ein bisschen anders gehandhabt wurden, als es heute vielleicht der Fall ist. Und auch das finde ich interessant. Also ich hoffe mir, dass es mir diesen Blick ermöglicht. Ja, kann es noch nicht sagen. Und freue mich darauf, hier reinzulesen. Ich werde euch jetzt nochmal alle Bücher rausholen. Das sind also nochmal die drei Bücher, die in dieser Lovely Box enthalten waren. Einmal die Unzertrennlichen, dann Rimini und die Gleichung des Lebens. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, was ihr von den Büchern haltet. Sind sie euch durch die Verlagsvorschau vielleicht aufgefallen oder habt ihr sie schon im Buchhandel gesehen und deswegen auf eure Merkliste gesetzt oder interessieren sie euch überhaupt nicht? Welches Buch würde euch am meisten interessieren? Und ganz wichtig natürlich, falls ihr eines der Bücher schon gelesen habt, ich kann jetzt gerade nicht einschätzen, wie lange die schon auf dem Markt sind. Es kann sogar sein, dass einige oder vielleicht alle noch gar nicht richtig erschienen sind. Dann werde ich da wohl wenig Kommentare von euch bekommen. Aber es würde mich super interessieren, auch später noch, falls ihr diese Bücher gelesen habt, wie sie euch gefielen. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es schaut. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!